Moin meine geilen Schönchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 50 Fragen und heute haben wir 50 Fragen zu Friendly Fire. Ja. Hallo. Gefährliche Sache. Hallo. Von Lucy vorbereitet. Ganz einfach. Der nächste Friendly Fire ist 8, oder? Ja. Ja, sehr gut. Siehste, wusste ich schon. Wenn in den Fragen von euch, dem Team oder ähnlichem die Rede ist, ist immer das Hauptteam von Friendly Fire gemeint. Also nicht Mikkel, Nancy, etc. Für die Euer, Mikkel ist auch wollte nicht ich nur sagen. Ne? Der hat auch keine Ahnung davon. Das steht hier drin. Ich lese das nur schon mal vor, damit nicht gleich einer irgendwas behaupten kann. Und wir fangen an mit Frage Nummer 1. Wer moderierte Friendly Fire 1? Oh fuck, ich war zu langsam. Ram. Alle? Der Heider. Der Heider. Ist korrekt. Lol. Hat einer moderiert? Der Heider war Moderator. Voll. Ja, er war kein Mitglied. Ja. Jetzt ist er gewechselt. Was hängte sich Funk bei Friendly Fire 3 in seinen Bart? Christbaumkugelschmuck. Christbaumkugelschmuck ist richtig, Christian. Weiter geht's. Ja. Abfahrt, Abfahrt. Schätzfrage. Bei Friendly Fire 7. Was ist welches Friendly Fire? Das letzte. Ja, okay. Wollen wir nur mal fragen. Es gibt keine Punkte dafür. Wow. Hattet ihr eine Tischplatte, die mit Game Pass Codes übersät war? Ach du Scheiße. Wie viele Codes waren denn dort drauf? Oh. Wer hat das von uns anmoderiert und gesagt? Keiner hat mal. Wir haben ja immer wieder irgendwelche Codes drauf hingewiesen. Denn Uno war ja, glaube ich, das erste Spiel und da wurde darüber geredet. Ich glaube, ich habe Uno mitgespielt, aber. Ich hab die Dinger mal abgeknüppelt, das weiß ich. Ja. Ey, das ist zu viel. Ist das zu viel? Scheiße, ich weiß es nicht. Komm. Weiß ich nicht. Let's go. Haben noch nicht alle eingeloggt. Naja, Peter, wenn du es wüsstest, dann würdest du ja auch genau treffen. Ja, das stimmt. AKA Christian, hast du eingeloggt? Oh. Ja. Okay, sehr gut. Natürlich, ich hab drauf auf den Button geklickt. Christian sagt 50, Brammen sagt 150, Scheiße. Sebastian sagt 250 und Peter 450. Ich hätte auch 450, lol. Hab's aber geändert. Richtige Antwort ist schon mal dreistellig. Okay. Und eine 1 ist davor. Das ist schlecht. Das ist schon mal gut. Das ist sehr schlecht. Ja gut, dann bin ich ja raus, so Peter. Es sind genau 100 Stück und damit bekommen sowohl Brammen als auch Christian 4 Punkte. Super. Denn ja, ihr seid beide gleich da dran. Christian, ich teile gerne mit dir. Ich teile gerne mit dir. Ja. Also ich hätte auch mit den anderen geteilt. Also teilen ist schön. Frage Nummer 4. Wie oft fand Friendly Fire bisher auf dem Twitch-Kanal von Pete's Meat und Christian? Ich hoffe, wie Christian. Ah, nee, Moment, Bram ist es. Bram, Entschuldigung, Bram. Das wäre schon okay, ein Ding mal gedrückt. Bei mir war mein Gesicht. Entschuldigung. Okay, ich hoffe 7. Das ist falsch. Warum nicht? Liest du noch weiter vor? Christian? 4. Das ist falsch. Bram. Dann dreimal. Das ist falsch. Schade, dann muss ich mir die Frage beantworten. Ja, dann. Ich dachte, es geht darum, wie oft der bei uns nur gelaufen ist. Na gut. Wie oft fand Friendly Fire bisher auf dem Twitch-Kanal von Pete's Meat und wie oft auf dem Kanal von Gronkh statt? Ach, scheiße. Bei Pete's Meat 3-mal und bei Gronkh 4-mal. Das ist korrekt. Dankeschön. Aber gut, das hätte ich auch selber gewusst, aber. Bei Friendly Fire 7 waren die meisten etwas Donation-Goal-faul. Neben Team Pete's Meat hatte nur eine andere Person des Teams ein Spendenziel. Wer? Fuck. Ram. Ja, fuck deine Antwort. Wir wissen ja alle, Nancy gehört nicht dazu und deswegen war definitiv Pan. 3. Okay. Das ist falsch. Peter. Bestimmt Funk. Das Funk war doch gar nicht da. Funk war nicht, Funk mal war nicht da. Da, Peter. Der war krank. Christian. Erik. Das ist falsch. Ach komm. Oh. Bram. Fischi. Das ist, weißt du, als was er verkleidet hat? Sich? Nee, aber da war nicht oder die Frage. Stimmt, er hat sich als Popeye verkleidet und ein Lied gesungen.
Team Pizmeet wird präsent, war da mal, möchte ich mal sagen. Wir waren hier, wir haben Sektdusche gemacht, ja. Schui, ja. Also, nice. Das war mega nice. Frage Nummer 6. Welche Catchphrase hatte Haider in seiner New Kids Verkleidung? Oh shit. Bitte? Was? Was ist das? Ach, ja, weil er die ganze Zeit geschrien hat. Da waren wir doch bei Unity Media Loft. Unity Media Loft. Da waren wir in dem Loft. War das, ganz simpel, war das einfach nur dieses Muschi? Nee. Nein. Nein. Von New Kids, nicht? Das meinen wir nicht. Das meinen wir nicht. Oder meint Lucy nicht. Scheiße, und dann, ich erinnere mich noch an das Bild, was er auch gemacht hat und dabei... Der hat so eine Catchphrase. Ja, hatte das frage ich mich auch gerade. Hatte der nicht immer dabei dieses Rocker-Zeichen gemacht? Ja, das Rocker-Zeichen, ja, ja. Egal ob Tag oder Nacht, Haider bewacht die Wacht. Oh Mann! 5, 4, 3, 2, 1, geschlossen. Ja, Mann! Oh, ich war bei Geilmann. Ach ja, egal. Sagt er immer. Falsch. Geilmann ist nah dran. Ja, Mann. Aber reicht nicht. Geilmann ist der sexuellste dran. Superheld, den die Welt je gesehen hat. Geilmann. Bei welchem Mann. Friendly Fire war Hella von Sinnen zu Gast? Nein, ach komm. Christian. 5. Das ist falsch. Schade. Ich kann selber überlegen. Nein! 4. Sepp. Das ist falsch. Gut. 3. Nein! Was? 3. Das ist richtig. 3 war das? So lange ist das her? So lange ist das her. Bei Friendly Fire 2 wurde der klügste Mensch auf Erden in eine Frau verwandelt. A.K.A. Jay heißt er. Ich hab das vielleicht dazu gedichtet. Wie nannte er sich? Oh Mann. Oh. Oh Gott. Bram. Was, Dirty Diana? Oh ja. Das war Dirty Diana. Nice. Nummer 9. Welches Problem hatte Peter bisher jedes Mal, wenn Kartenküssen an der Reihe war? Chris. Er war krank. Nein. Zwinker, ich wollte jetzt nicht sagen, er hatte keinen Bock. Warte mal, Peter wird das wohl wissen, Peter. Oder? Ich habe ja mitgespielt, aber ich habe immer das Problem, dass ich die Karte nicht halten konnte. Ach, der Saug. Ah, sagen wir mal die so, Saugkraft das ist nicht da. Mit Halten ist genau die Saugkraft und das ist korrekt. Das Saugkraft also, Saugkraft ist da, aber ich habe den Mund nicht richtig geformt bekommen, scheinbar. Oder? Ich hatte Peter, zu wenig Saugkraft. Peter, das ist eine Krankheit, einfach keinen Peter. Schönen Kussmund. Ich habe ja 4 Punkte. Ich habe ja auch mitgemacht. Ich habe mich ja nicht versucht raus. Also, ich habe versucht, mich rauszureden, aber trotzdem mitgemacht. Ja, aber ich war nicht gut. Question Nummer 10. Maxi Gref ist für ihre auffälligen Haarfarben bekannt. Welche Farbkombination hatte sie bei Friendly Fire 5? What? Boah. Bram. War es schwarz und so hellgrüne oder neongrüne Spitzen? Schwarz und hellgrüne, neongrüne Spitzen. Nee. Ja. Ich habe auch was mit grün im Kopf, aber also es sind zwei Farben, die ich brauche. Okay. Und ich lasse da auch nett durchgehen, ne? Also... Wenn da jetzt das Neongrün da irgendwas Neon grün ist grün, gelbes. Ne? Ja, grün ist grün. Ich hab legit keine Ahnung. War das dann pink und grün? Nein. Scheiße. Ja, rosa und grün. Ah, ne, dann weiß ich es nicht. Irgendwie so war das, glaube ich. War was komplett anderes. War gelb oder so. Möchte noch jemand das tryen? Schwarz. Ich glaube, grün ist schon sehr nah. Grün würde ich auch sagen. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Rot und rosa. Naja, fast grün. Nah dran. Bram. Schätzfrage. Es steht aktuell 22 Punkte Bramen, 15 Punkte Peter, 16 Punkte Chris, 19 Punkte Sepp. Es ist noch sehr ausgeglichen. Wenn man das Datum, in Klammern nur die Tage, nicht Monat und Jahr... jedes Friendly Fire Event zusammenrechnet, inklusive Friendly Distancing und Friendly Fire 8. Was? Kommt man auf welches Ergebnis? Alter. Alter, wann war denn Friendly Distancing? Also, was ist du redest nur von den Tagen, oder? Ja, genau, nur die Tage. Ja. Ja, ja, okay, ja, weil sonst wären wir ja, ne, mit 2000. Ich hab das mal reinkopiert, 21. die Frage, dann könnt ihr das nochmal genauer durchrechnen. Alter, was weiß ich, wann Friendly Distancing war, Junge.
Wenn das man das Datum, nur die Tage, nicht Spiel, Monat und Jahr jedes Friendly Fire Events zusammenrechnet, inklusive Friendly Distancing und Friendly Fire 8, kommt man auf welches Ergebnis? Das ist eine gute Frage. Finde ich eine gute Frage. Sepp macht gerade noch Mathe-Aufgaben. Mathe, Mann. Was war Friendly Distancing? Wann war das denn, Alter? Ja, weiß ich nicht, aber das kann die Antwort sehr stark beeinflussen. Ja, vielleicht wirklich. War das am Ende des Monats, keine Ahnung. Mathe, Mann. Das geht anders. Mathe, Mann. Das hört sich an, als wenn ich das gesprochen hätte. Bist du noch nicht so ganz zufrieden, Sepp? Doch, du bist zufrieden. Doch, okay. 42 sagt Christian. Ist die Antwort auf alles. 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 10 gleich 45, sagt Sebastian. 47 sagt Bram und 52 sagt Peter. Wieso sind wir so nah beieinander? Ihr habt ja gerne mal gerade da auch was umgeändert. Es war gerade das absolut perfekte Ergebnis mal drin gestanden bei einem von euch. Ich hab nichts geändert. Ich hab nichts geändert. Das ist 45. Ja, das heißt aber ja nicht, dass du jetzt dann falscher bist. Ja. Peter hatte 58 doch, stehen. Doch, klar. Oh, ich hatte 58 stehen. 58? Wenn du das perfekte Ergebnis reinschreibst und dann änderst du, dann ist ja das neue Ergebnis. Also, ja, nee, aber bei euch dann nicht schlechter. 58, wie gesagt, richtig. Punkte für Peter. Ja, ich will das schaffen. Wann war denn Friendly Distancing? Das steht hier nicht drin, aber das war bestimmt belastend. Im Sommer, oder? Ja, ich meine vom Tag her. Das war halt relevant, ne? Kann ich dir nicht sagen. Ich glaube im Sommer, Peter. Jetzt einfach einmal plus Sommer. Welche YouTuber waren bei Friendly Fire 2 zu Gast? Frodo war dabei und die Space Rocks. Das ist richtig. Ja, die haben ganz entspannt mit uns ein bisschen gezockt. Vielleicht wusste ich nicht, warum Friendly Fire Distancing oder wann Friendly Fire Distancing stattfand, denn das ist Frage Nummer 13 und das ist eine Schätzfrage. Mit Datum möchte ich das haben und ja. Okay. Was war da denn nochmal überhaupt? 1911. So? Oh. Oder? Das wird vielleicht schon richtig schreien. Nein! Mein Gott. So. Mathe, Mann. Christian, willst du noch ändern? Mathe, Mann. Warte mal. Heute ist... Ist das Friendly Distancing wegen Corona? Nee. Mathe, Mann. Na. So, damit haben alle eingeloggt. Ja, das finde ich gut. Corona haben wir seit welchem Jahr? 2020. Selbst nach 15.06.2019. 2019 steht ja da. Ja. Bin mir auch nicht sicher, ob Friendly Fire Distancing wegen Corona war. Das habe ich doch gerade gefragt. Ich glaube aber schon. Hat Peter nicht sogar ja gesagt? Nein, ich habe nein gesagt, aber mit einem verschmitzten Lächeln auf meinem Gesicht. 28.04.2020 sagt Christian. 12.06.2020 sagt Peter. Und war das nicht gerade nach Corona-Beginn? 2020 sagt Brammen. Das war 2020. Ja, schon mal schlecht. Super. Es war der 14. eines Monats. Das ist schon mal okay. Ja, finde ich auch. Der kommt drauf an, welcher Monat. Der 14. Vierte Punkt für Scheiße. Christian. Das war dann wirklich direkt am Anfang. Holy fuck. Aber echt sehr schnell. Ja, manchmal sind wir gut. Nummer 14 ist, was war das erste Spiel, das damals bei Friendly Fire 1 gespielt wurde? Haben wir Auswahlmöglichkeiten? Ja, TDT. Genau. Nein, TDT ist nicht richtig. Schade. Irgendwie sowas. Ah, da haben wir noch Videospiele gespielt. Ja, ja.
Ja, Christian. Minecraft. Minecraft Hunger Games, korrekt. Stark. Das war aber das war auf jeden Fall an den Rechnern, da haben wir ja noch ja. am Anfang gezockt. Ja, ihr sollt eintippen. Ja. Okay. Ihr kriegt einen Punkt pro richtiger Person. Und zwar ist die Frage, beim Kartenküssen ist Arthur immer ganz vorne mit dabei. Mit seinen zarten Lippen berührte er bislang den Mund von vier anderen aus dem Team. Bei welchen vier? Okay. Jetzt müssen alle stimmen? Nee. Pro es richtiger Küssenpunkt, du darfst vier sagen. Genau, und es gibt vier Personen, die das gemacht haben. Die schon mal die Lippen von Arturius Fischkoporius spüren durften. Auf den eigenen Lippen oder egal wo am Körper? Mit seinen zarten Lippen berührte er bislang den Mund von vier anderen aus dem Team. Ja, da bieten sich doch Kandidaten an, würde ich sagen. Ja, Peter zum Beispiel, weil er hat das ja nie hingekriegt. Das. So, ihr habt alle eingeloggt. Ich möchte nochmal daran erinnern, wenn in den Fragen von euch, dem Team oder ähnlichem die Rede ist, ist immer das Hauptteam von Friendly Fire gemeint. Also nicht Mikkel, Nancy etc. Ah, beim Kartenküssen haben die ja auch mitgemacht. Ich wollte, das wie gesagt, stimmt. Ich wollte das halt einfach nur nochmal. Ich wollte nur noch mal in Erinnerung. Ich mich da an eine Szene erinnern, die betreffende Person betrifft. Ja, aber selbst wenn dem so ist, selbst wenn man ja weiß. So ein Idiot. Genau. Gab's nicht sogar diese Herzcam mit Arthur und Erik? Kann sein. Oh. Peter sagt Erik, Brammen, Funk, Sepp. Brammen sagt Chris, Gronk, Jay, Funk. Christian sagt Sepp, Funk, Mori, Chris und Sepp sagt Nancy, Chris, Sepp und Funk. Und der erste Punkt wird verteilt für Funk und das kriegt jeder. Nice. Denn der Funk, der schlabbert mit jedem rum hier. Ja, Funk ist immer einen weitergegangen beim Kartenküssen. Besonders lustig finde ich, dass Peter nicht mehr sich daran erinnern kann, dass er Arthurs Lippen berührt hat. Oh, schade. Und auch kein anderer. Ja, hat er ja nicht. Kann er sich nicht mehr erinnern. So eine Geistergestalt. Die war anwesend oder nicht, who knows. Bram ist der Einzige, der einen Punkt für Jay bekommt. Der hat nämlich auch mit Funk, mit dieser Jonathan. Arthur Jay mit gemacht. Voll das Flittchen. Richtig. Und ein weiteres Flittchen ist Christian, der mit Arthur rumgemacht hat und einen Punkt bekommt, genauso wie Sepp und Brammen. Das ist ja belastend. Pam. Das ist kein Punkt für Peter. Nein. Frage Nummer 16 ist, bei Friendly Fire 5 hatte Funk ein geheimes Donation Goal von... Ja, Sepp. War das bei 5? Ja, also ich würde gerne antworten. Scheiße, Jay, aber kriege ich auch auf die Punkte? Ja, ich bin immer verwirrt, weil bei mir dieses Grüne fertig ist und ich denke immer, das ist der Buzzer, weil ja, nur noch bei Sepp das fertig drin hat. Christian hat gebuzzert. Ich weiß nicht, ob es da bei 5 war, aber musste der nicht zu allem Ja sagen? Ja, mach ich auch. Ja. Ich glaube also, nicht. Alle von Fragen dem ja bis zum Ende niemand wusste, was genau war es. Er musste zu allem Ja sagen. Das ist korrekt. Und deswegen gibt es einen Punkt für Christian. Oh, oder vier Punkte. Ja. Wieso hast du die jetzt manuell verteilt? Ja, hättest du dich einfach auf richtig drücken können. Da hab ich gar nicht, da bin ich gar nicht auf die smarte Idee gekommen. Okay. Naja, gibt's halt kein Bing. Jetzt gibt's nochmal ein Bing. Bing, Bing, Bing. Chatsfrage. Wie viele Euro wurden bei Friendly Fire 6 bereits während des Countdowns gespendet, bevor das Event überhaupt losging? Oh. Oh. Friendly Fire 6? Ja. 2020 war Friendly Fire 6, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. War Corona, ne? Da hatten die Leute kein Geld. Ja, stimmt. Mathe, Mann. Mathe, Mann. Ja, wir müssen ja ganz schön viel im Kopf mit Zahlen hantieren. Ja. Ist anstrengend. Muss man hinlegen. Mann.
Nice. Ihr habt wieder alle Wunderbärchen eingeloggt. Oh. 49.000 Öcken, sagt Christian. 69.000 Euro, sagt Peter. 116.000 Euro, sagt Sebastian. Und 175.000 Euro, sagt Brammen. Es war doch das Jahr, wo das erste Mal das über 100.000 ging am Anfang in der ersten Stunde, oder? Ist dem so. Weil letztes Jahr haben wir boykottiert quasi oder waren wir einfach still, bis quasi 100.000 erreicht wurde. Ja, aber dann muss das ja bei 2020 weniger gewesen sein als 100.000. Ja gut, wir haben 10 Minuten nicht geredet und hatten schon 100.000 dieses Jahr. Ja, aber beim letzten Mal, genau. Aber dann muss das ja das Jahr davor weniger gewesen sein. Und das war ja die erste Stunde, oder? Da hänge ich mich ja dran erinnern. Ja, nicht die erste Stunde, also noch bei der Pre-Show, darum ging es doch, oder? Genau, also bis wir um 3 Uhr anfangen. Verstanden. Gehe ich jetzt davon aus, lautet die Frage. Das ist ein sehr, sehr knappes Ergebnis. Und es sind 61.133 Euro und knapp der Punkt für Peter. Yes! Ich dachte, die 69 an die hat Zeit, wo wir einfach nur gelabert haben und das noch gar nicht richtig losging. Hallo, Sebastian. Nee, das Pre-Show ist. Naja, Pre-Show heute, ist das Ding. Heute bist du ein bisschen sleepy, ey. Ja, du, frag mal Julius, der um 5 und halb 5 aufsteht die letzten Tage. Pre-Show ist das Ding, was wo dann gezeigt wurde, womit das Geld dann, was mit dem Geld passiert ist, ja, aus den vorherigen Jahren und Spenden. Das macht irgendwie Sinn bei Gold Pre-Show. Und sonst Spaß. Das macht ja Sinn bei einer Pre-Show. Das ist bei mir sehr spät angekommen, das stimmt. Frage Nummer 18. Welche dieser Personen machte bei Friendly Fire 5 beim Kartenküssen nicht mit? F. Haider. R. Mikkel. I. Ich bin Idiot. Chris? Ich dachte, da wäre der krank gewesen. Oh, ich wollte Haider sagen. Sag Haider. Haider ist es nicht. Das war Mikkel. Mikkel hat noch nie mitgemacht, oder? Mikkel hat dort mitgemacht. I ist Eos Andi und das ist absolut falsch. Scheiße. Als wenn es I wirklich gab. Hat ja, hat er schon gesagt. Antwort so. E, Nancy. Hä? Sepp. E, Moment, Nancy. I war Eos Andi. Er ist richtig. Achso, hat er E gerade gesagt. Ja. Iva, Eos, ja. Andi. I, und dann kam I. Und nochmal I ist gesagt. Nancy und das war die letzte Möglichkeit und Sepp war schnell genug und bekommt jetzt 4 Punkte. Naja, schnell und genug, also alle waren und so, ne? Verwirrt, ja, ja. Und ich hab's gerade aufgemacht. Was sagt der wieder I, hä? Genau, nein, der hat E gesagt. Ja, hab ich aber nicht so gehört. Bei Friendly Fire 1 fragte Brammen Peter, ob er bei einem bestimmten Donation Goal mitmachen würde. Peter. Brammen. Ich den Glatze zu rasieren. Das ist falsch. Schade, da muss noch mehr dabei. Ich muss sagen, aber ich habe ja keine Glatze im Kopf hier von euch. Bei Friendly Fire 1 fragte Bram Peter, ob er bei einem bestimmten Donation Goal mitmachen würde. Peter antwortete, er tendiere eher zu einem Ja, vorausgesetzt, dass er in nächster Zeit keine wichtigen Termine hätte. Worum ging es denn bei diesem Goal? Das ist voll unfair. Nicht um Glatze rasieren. Da könnt nur ihr euch ja dran erinnern. Ich bin der Meinung, wir sollten dieses Donation Goal nochmal machen. Peter tendierte zu ja. Was soll denn Peter für wichtige Termine gehabt haben? Ja, aber das heißt ja. Sepp. Haare färben. Das reicht mir. Haare rosa färben. Genau, weil Bram hat sich doch die Haare da färben lassen, oder? Von Nancy. Das ist richtig. Nicht von Nancy. Von Tinker Leo, die da war. Ah, ja, stimmt, die war auch gut, da. Gut, dass du sagst. Vielleicht ist das noch eine Frage, das wäre geil. Ja, belassen. Ich sollte nichts sagen. Wait, Tinker Leo, oder? Gefärbt. Ja, bei zwei glaube ich schon, ja. Aber war nicht die Frage eben, welche Kanäle bei zwei da waren oder waren das nur Freunds und Space Fox? Nee. Ja, die war. Ich das weiß war nicht, jetzt auch die Frage auf hat. Eins. War die, nicht, war die damals noch gar nicht so im Twitch-Kosmos drin oder was auch immer? Frage Nummer 20. Die Lippen. Das war Friendly Fire 2 die Frage und nicht Friendly Fire 1. Genau. Frage Nummer 20. Die Lippen. Welcher beiden Mitspieler berührten sich in der ersten Runde Kartenküssen, die in der Geschichte von
Erik und Funk. Nein. Aber guter Guess. Ram. Ich sag Erik und ich. Nein. Also, ich versuche nochmal ohne Fehler vorzulesen. Die Lippen welcher beiden Mitspieler berührten sich in der ersten Runde Kartenküssen, die in der Geschichte von Friendly Fire gespielt wurde, als erstes? Chris. Erik und Pan. Nee. Dann Chris und Fischi. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Wer hat wohl angefangen? Arthur und Funk. Auf keinen Fall. Peter und Fischi. Auf jedensten. Aber dann verfehlt er sich auch nicht dran. Ja, Gott, da Peter schon bei der Erklärungsrunde failte. Steht die Klammer dahinter. Weil Peter hat nämlich das ja nie hingekriegt mit den Karten und dann die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. 21. Wessen Kopf hatte die signierte Pappfigur bei Friendly Fire 3? What? Christian? Die vom Heider? Ja. Die von Heider. War doch der Heider. War der Heider, weil der krank war zum Fotoshooting. War der bei 3 krank, oh mein Gott. Hört ihr mich noch? Ja, ich habe gerade eine Frage versucht zu lesen. Hier steht drin, Eintippen oder Schnellbuzzer-Runde. Wir machen mal eine Schnellbuzzer-Runde. Und ich möchte es gibt 3 Sachen, die beantwortet werden können. Ich möchte jeweils immer eine hören und es gibt halt jeweils dann immer einen Punkt, also 4 Punkte für die richtige Antwort. Mhm. Aber ich möchte immer nur eine Antwort haben. Ja. Welche 3 Dinge malte Pan bei Friendly Fire 1 Jay ins Gesicht? Christian. Ein Penis. Nein. Schade. Herz. Peter. Ein Herz ist korrekt. Was eine Flamme. Noch? Also Feuer. Ich lasse durchgehen. Das ist das Friendly Fire Logo gewesen. Ja. Das war sehr nett. Hä, und warum? Noch das ist so eine Flamme. Das ist so eine Flamme. Genau. Ja, aber das ist auch eine Person, die einen anguckt, halt mit Flammhaaren. Nee, das ist schon eine Flamme. Okay, nächstes Mal lasse ich das nicht mehr durchgehen. Ich würde auch nicht sagen, dass das nur eine Flamme ist. Ja, nächstes Mal, aber das ist eine Flamme mit dem Gesicht. Ja, genau. Also, ich würde sagen, das ist ein Kopf mit Flammenhaaren. Nee. Ich habe das jetzt durchgehen lassen, nochmal bin ich strenger. Ja. Aber es fehlt noch was Drittes. Es fehlt noch eine Sache. Das ist korrekt. Eine kleine Sache fehlt hier noch. Das ist gar nicht, dass ich mich habe anmalen lassen. Ihr habt 1A Peacemeat Controller denn gezogen. Oh, 1A, endlich mal ein guter. Nee. Schade. Pimmel. Autoreifen. Pimmel habe ich schon gesagt. Ja, Pimmel fand ich aber auch. Herz Wasser für Pimmel. Tut Sepp. Boah, was macht man denn noch so für. Ah, Figuren? Ja, ich erinnere mich, wie ich aussah. Ja, ich erinnere mich. Eine Blume. Nee. Oh, Blume ist auch gut. Ich hab da so ein Bild im Kopf. Eine Sonne. Nee. Ja, jetzt weiß ich auch nicht mehr. Geldscheine. Glas Wasser. 5, 4, 3, 2, 1. Nachdem wie er die Stirn bewegt hat, war das voll oder leer. Ja. Schnurhaare. Was? Schnurhaare. Ich hatte von der Nase so 6 Striche abgehend. Schnurhaare. Dann danach Glas Wasser, mein nächster Guess. Schnurhaare. Was sind denn eine Katze, Peter? Schnurrhaare, Peter. Haare von der Katze. Ach so. Schnurrhaare. Okay. Du musst ja nicht gleich ausrasten. Was sind denn Schnurrhaare? Ich war verwirrt. Wo liegt nochmal Albanien? Ja, in Europa habe ich jetzt gelernt. Ja. Frage Nummer 23. Bei Friendly Fire 7 war Björn Pankratz von Piranha Bytes zu Gast. Er trug eine etwas ausgefallenere Hose. Das Muster welches Tieres hatte diese? Brammen. Hoffentlich war es das Zebra. Also hoffst du logischerweise. Komm, die anderen hoffen das nicht. Möglich? Doch, das war Zebra. Ich muss sagen, es war leider das Maultier. Ein Zebra. Warte mal, erzähl dir das selbst genäht, oder? Ja, der hat der Zebra selbst gekillt vorher sagen, und dann hat er das gemacht. Selber geschossen. Okay. Das ist so ein geiles Ritual, haben die dann auch noch das Herz gegessen.
Zu Beginn von Friendly Fire 7 entdeckte Sepp ein kleines Stück Tomate auf dem Boden. Keiner wusste, wie alt es war und wo es herkam. Was passierte damit? Moria hat das gegessen. Das ist richtig. Das war eklig. Das ist von meinem Brötchen vorher runtergefallen. Schätzfrage. Liegestütze von Herrn Haider bei Friendly Fire 4. How much is the fish? Gute Frage. Haider ist ja schon trainiert, muss man sagen. Der hat ja auch schon so Arme wie ich Oberschenkel. Ja, der Haider ist mega trainiert. Wie viele Liegestütze schaffte Haider bei Friendly Fire 4? Stimmt, dreistellig. Ah, Christian, wo war denn Friendly Fire 4? Der ist schon ein dicker Wemser, der Haider. Er hat doch früher immer hier Fingerhakeln gespielt, ne? Und hat uns immer. Nee, das hieß anders. Mit sich selber. Das war dieses Schlagen, dieses ja. Burzeln oder so hat er das genannt. Ja, stimmt, nicht Hakeln sind genau. Bratzeln oder so. Ja, genau. Das war mies. Habt ihr jetzt wirklich alle eingeloggt? Ich hab eingeloggt. Nein. Okay. Dann, ich fand zwei ein bisschen wenig. 21 sagt Brammen, 25 sagt Sebastian, 32 sagt Christian und 100 sagt Peter. Ich glaube, 32 100? Ist so die magische Zahl, wo Leute nicht mehr weiter können. Ich musste da ans Satteln-Essen denken. Verstehe ich ja. Nicht. Die magische Zahl wurde allerdings geknackt vom Haider. 33. Er hat es geschafft, 46 zu machen. Und wow. Das sind Punkte für Christian. Nicht mal 100. Das ist ganz schön gut. Nicht mal 100. Peter schafft 2 oder so. Ne? Wir haben die Hälfte der Fragen durch. Es steht 39 Punkte Peter, 45 Punkte Bram, 48 Punkte Christian und 50 Punkte Sebastian. Bei Friendly Fire 3 bekam Sepp die Haare blau gefärbt. Aber welche Farbe hatte er bei Friendly Fire? Hatte der nicht schwarze Haare? Nee. Wie schwarz gefärbt? Das war bei der Tour. Ah ja. Aber welche Haarfarbe hatte er bei Friendly Fire 4? Bram. Ich hoffe, er hatte da einfach immer noch blaue Haare. Wollte auch gerade sagen, das wird richtig sein. Auch blau. Oh mein Gott. Das war mega dumm. Das war sehr smart, das war mega dumm, dass du blaue Haare hattest? Nee, also das war halt so eine Trickfrage, war schon smart. War schon. Ich hätte jetzt auch blau geantwortet, weil ich kann mich nicht an andere Sachen erinnern. Ich war noch am Struggle, ob ich da vielleicht vorher blonde Haare hatte, wegen dem Färben. Bei Friendly Fire 6 bestellte Sepp Pizza. Eine bestimmte Pizza wurde vorgeschlagen und Erik entgegnete Hawaii-Schmutz. Also Hawaii. Ihr seid doch keine Menschen. Welche Pizza sollte da bestellt werden? Es war Pizza Hawaii. Das konnte eigentlich nur Hawaii sein. Aber ja, das ist die einzige Meme-Antwort bei Pizza. Ja. Welche dieser Personen spielte beim Verstecken bei Friendly Fire 5 nicht mit? Bad. N. Andy. Andi. Welcher Andi? Ja, eben. Egal. Steht Andi. Ja. Und ist falsch. Okay. D. D. Ich hasse Dennis Bram so sehr. Alter, es gibt halt 4 Punkte und er druckt einfach immer smart. Arthur ist richtig. Ach. Nice. Wir sollten nur 1 Punkt für VG. Frage Nummer 29. Und wer gewann diese Runde Verstecken? Zweifel, ist? Sepp. Der stand nämlich lediglich hinter einer Tür. Jo, stimmt. Ich erinnere mich, den habe ich zum Verrecken nicht gefunden. Ich habe auch 70 Mal in diesem Raum geguckt oder so. Was hab war ich... das letzte Spiel, das bei Friendly Fire 5 gespielt wurde? Wow. Friendly Fire 5. Okay. Geht schon um Videospiel oder Spielspiel? Nee. Haben wir bei 5 überhaupt noch Videospiele gespielt? Gucken wir mal. War es vielleicht Uno? Nee. Nee, das ist ja immer am Anfang. Uno ist immer am Anfang. Was hast du letztes gespielt haben? Ist eine schöne Antwort. Aber es gibt keine Antworten. Wollte nur mal kurz gucken, ob einer drückt. Wir haben eine Vermutung. Sepp? Werwolf
Oder die Alternative, also das so ist wie Werwolf? Das sind ja dann zwei Spiele. Ah. Alter. Weil du ist doch klar, was gemeint ist. Nee. Sag einfach nein und trigger Sepp. Werwolf ist richtig. Krass. Das ist echt krass. Weil ich glaube, bei 6 haben wir dann irgendwie wollten wir wieder spielen, dann war es aber dann nicht so cool. Bei 7 haben wir Freddy Fire 5 noch im Unity Media Loft? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der war erst in Osnabrück. Okay. Mhm. 1 und 2 war bei Krefeld. Bei Take. 3 und 4 im Media Loft und seit 5 bei in Osnabrücklin. Bei Friendly Fire 6 trugen alle ein schwarzes Oberteil, bis auf eine Person. Wer? Sepp. Hatten nein. Denn alle ein schwarzes Oberteil an? Tati. Nein. Hm. Wo? Funk. Ram. Was? Funk. Nein. Mori. Ich wollte euch gerade den Tipp geben, es wurde ein weißes T-Shirt getragen. Und Sepp sagt Mori, das ist richtig. Ha. Jetzt mit dem weißen T-Shirt. Ja, jetzt ist das ja total logisch. Peter konnte es nicht mehr sein. Okay, gut. Peter hat auch mal ein weißes T-Shirt, da habe ich schon mal gesehen. Ja, als Unter. Peter hat auch einen weißen Pulli. Als ja, eher Pulli. T-Shirt eher nicht so, aber Pulli ja. Ja gut, dann halt. Auch als ja, du hast doch mit so einem Nintendo hattest du doch was drauf. War doch der war schwarz mit weiß, weiß drauf. Das war aber Grundfarbe weiß. Mhm. Nee, ist richtig. Ja. Ich aber das denn? Ich dachte, der Peter Steiner schrank besser als er selber. Das war der blaue. Das ist sehr beunruhigend, ehrlicherweise. Aber 99% sind schwarz, von daher passt das schon. Frage Nummer 32. Bei Friendly Fire 1 trug Sepp kurzzeitig ein Katzenkostüm. Bei Friendly Fire 6 trug dasselbe Kostüm eine andere Person. Wer? Fischi. Der Meister, der immer die Kostüme trägt. Fischi. Was sagen, wenn dann einer noch Fischi. Aber wir hatten dasselbe? Das gleiche oder wahrscheinlich. Oder das gleiche. Vielleicht war es auch dasselbe. Diese Diskussion möchte ich jetzt hier nicht gerade anstoßen. Vielleicht das gleiche, vielleicht dasselbe. Frage Nummer 33. Ein Spendenziel von Mori bei FF1 war es, dass er eine Woche lang vegan lebt oder isst. Vegan lebt ist absolut korrekt. Schade, ich dachte, jetzt kommt vegetarisch. Bitte. Wäre was anderes. Ja, ja, deshalb. Frage Nummer 34. Was für ein Kostüm trug Funk, als er bei Friendly Fire 7 per Bram? Das war das Kostüm von einem Bärchen. Also so ein Bär, Ganzkörper-Bären-Onesie. Nee. War kein Bär. Hattet ihr denn ein Kostüm? Also, ne? Achso. Ja. Okay. Dann war das ein Ganzkörper-Hasen-Onesie. Nee. Schade. Nur Funk trug bei Friendly Fire 7 ein Kostüm, weil er per Cam dazugeschaltet wurde. Peter, der war krank, ne? Dann war das wusstest. Ein Tiger. Nee, er war auch kein Tiger. Was war das denn für ein Scheißding? Ich erinnere mich da auch noch von Pferd. Erdmännchen. Hey, hat er nicht einfach. Hat er jetzt Kostüm krank angehabt oder wie? Ja, nein, das war. Er hatte ein Kostüm an. Ja. Kacke, was war denn da? Ja, yeah. Hatte der mit so Fell drauf halt. Das war bestimmt ein Löwe. Nee. Leopard. Chris. Nee. Rentier. Nee. Alter. Chris. Gepard. Nee. Sag doch Jago. Also ihr seid nicht bislang... Also... Chris. Irgend so ein Anime-Kram. Nee, auch nicht irgend so ein Anime-Kram. Okay, damit haben wir schon mal viel abgedeckt. Waren wir nicht bei einem Tier? Nee. Aber irgendein einfach nur ein Kostüm. Der hat nur gesagt, Kostüm. Ich hab nie was von einem Tier gesagt. Ach so. Ein Teletubby. Nee, auch kein Teletubby. Du
so war es die Lokomotive. Nein, das war so gelblich, meine. Nein. Wie heißen die eigentlich wirklich? Das wurde gar nicht aufgeklärt. Thomas? Was? Die heißt wirklich Thomas? Die Lokomotive? Züge? Ja. Von Jim Knopf, meinte. Warte mal. Kommt auf die Serie an. Von Jim Knopf. Von Jim Knopf ist Emma. Ach, die heißt Emma. Deswegen war das lustig. Okay. Deswegen war das lustig. Warte mal, was hat er angehabt? Ich hab keine Ahnung. Irgendwas zu gelblich ist, meine ich. War das ein Tier oder nicht? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich gebe euch einen Tipp, das war kein Tier. Das war kein Tier, sehr gut. Klar. Der hat ein Kostüm angehabt, der lacht auf seiner Couch oder nicht? Ich könnte meinen, das ist ein Tier. Was? Pikachu. Nee. Marsupilami. Gab es doch. Marsupilami. Das wäre ein Gepard oder so was gekommen. Ja, ihr könnt auch gerne weiter drücken oder wir schließen. Mir ist nein, egal. Nein, das ist doch schön. Ja, mehr weiß ich leider nicht mehr. Was kann man denn noch für Kostüme anhaben? Ja, das kommt hier. Der war Winnie Pooh. Der chinesische Oberhauptführer. Ja, von der kommunistischen Partei. Und Winnie Pooh. Ja. Ist kein Tier. Nee. Ja, doch. Ja, aber die hat kein Tierkostüm getragen. Ja, aber vielleicht ist das ja kein richtiges Tier. Der hat so ein geiles, das hatten die schon mal Peter und so an, dieses Muskelman. Nein. Ja, ich verstehe, nein. Hat er nicht gesagt, Tier, also man könnte es für ein Tier halten? Ja. Also ein Pokémon war ja, glaube ich, schon so in die Richtung. Pokémon ja? Ist ganz schlecht. Okay, Pokémon war scheiße. Pokémon würde darauf zutreffen, das ist kein Tier, aber könnte man für ein Tier halten. Das ist richtig. Boah, gut, denn dann noch. Das war ein Ding. War kein Tier, aber man könnte es für ein Tier halten. So. Ja, ich fand Winnie die Pooh gar nicht so falsch, weil das sind doch auch ich nur Kuscheltiere auch so von denen. Ja, das ist ja ein Bär. Also, ja, ich meine schon, ist halt ein Kuscheltierbär. Wirklich. So ein Teddybär. Der Därme, der hat nur Füllung. Ach, ich weiß es nicht, jetzt lass dir mal auch nicht hören. 3, 2, 1. Wookie-Kostüm. Schade, ich wollte noch SpongeBob reinwerfen, aber was ist okay. Für ein Kostüm? Ein Wookie-Kostüm. Ah. Okay, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Also, Bärchen ist schon nah dran, gesagt, aber... Kommt fast hin. Ja. 35. Welches dieser Spiele wurde bei Friendly Fire 1 nicht gespielt? FIFA 16. Das haben wir gespielt mit dem E-Sportler. FIFA 16. Ja, aber vielleicht haben wir FIFA 15 gespielt. Ist richtig. Das witzig. Das ist falsch. Das ist schade. Minecraft. Ja, das haben wir auf jeden Fall gespielt. Minecraft. Oh mein Gott, ihr seid so Ficker. Formel 1. Oh. F1. Oh. Ist falsch. Smarte Antwort, Chris. Zelda. Oh Zelda. Ist zu langsam. Welches Zelda denn? Du dichtest dir einfach irgendwelche Antworten gerade dazu. Ja, die stehen nicht mal da. Die haben wir ja auch gar nicht gespielt. Leute, warte mal. Ja, deswegen, Zelda, haben wir nicht gespielt. So, richtige Antwort. Super. Also, ich krieg jetzt 4 Punkte, oder? Ja, aber Christian auch schon. Ja, macht ja nichts. FIFA 16 war richtig. Ja, aber Formel 1? FIFA 16 haben wir gespielt, aber F1, wer sagte F1? Moment, was war das? Christian sagte F1. Gesagt. Nee, Minecraft war das. Minecraft hatten wir gespielt. So. Das haben wir gespielt. Da war ich ja nicht dumm, aber F1 sagte ja, war ich. Da war Christian, ne? Da habe ich jedem schon einen Punkt davon abgezogen. Heißt, Christian kriegt jetzt 4 Punkte, weil ich gefailt habe. Richtige Antwort wäre Gears of War 4 gewesen. Ich wollte euch austricksen, verdammte Scheiße. Und hab mich selber verarscht. Ich bin wieder selber ausgedrückt, ey. Mann! Ich werde jetzt einfach mehr als 4 Antworten in Zukunft rausdichten. Scheiße. Gib doch einfach nur einen Punkt. Musst du aufpassen, dass du da keine richtige Sache sagst. Ja, das ist möglicherweise richtig. Sag doch, liest du die vor und wir tippen ein, was wir für richtig halten. Ja, oder du gibst, genau. Oder wenn du buzzern lässt, gibst du einfach nur einen Punkt für die richtige Antwort. Ich will euch aber outplayen. Aber ja, nee, okay, verstehe. Aber Jay, dafür musst du smarter sein als wir. Ja, das war nicht so smart. Du smarter sein als du selbst. Da war ich nicht so klug. Du musst vor allen Dingen wissen, wo du stehst. Wer hatte in der Geschichte von Friendly Fire das allererste Donation Goal und was musste die Person tun? Oh, boah. Wow.
Er kriegt dir 4 Punkte für. Ja, ist aber auch schon 8 Jahre her. Also, allein, wenn die Frage wäre, wer denn das erste überhaupt hatte, würde ich sagen, gibt schon 4 Punkte. War Arthur Glatze oder Haare ab? Nicht Glatze, aber Haare ab. Arthur war sehr gut, aber das ist falsch. Hast du jetzt indirekt einen Tipp gegeben, dass das Arthur war? Ja, habe ich. Indirekt. Aber ist doch ganz subtil. Ja, aber Bram hat schon gebuzzert und Bram, also, weißt du? Ist schon mal sehr gut. Ja, aber er hat trotzdem nicht die richtige Antwort gemacht, weil das unfalsch war. Was macht der Arthur? Ja, das ist halt so die Frage. Ja. Woran hattet ihr liegen? Ach, ich weiß es. Oh. Ich sag Arthur und er hat sich anmalen lassen. Nein. Ich weiß es. Nein! Dann drück doch. Hat Arthur nicht zum ersten Mal seine Cappy abgenommen? Das war, glaube ich, auch eins, aber nein. Könnte sein. Arthur hat sich verkleidet. Als was? Als Batman. Das ist richtig. Willst du mich nochmal hier foppen, oder Sepp was? Selbst wusste halt ja wirklich. Als ob Verkleiden nicht gereicht hat. Nee. Steht, Arthur zog ein Batman-Kostüm ein. An. Ein? Geil. An. Schätzfrage. Zu Beginn von Friendly Fire 7 habt ihr geschwiegen, bis die 100k-Marke erreicht war. Wie lange war das? Shit, vom Moment, als man euch im Stream gesehen hat, bis zu den 100.000 Öcken. Wie lange haben wir rumgeschwiegen? Ich dachte, das war echt lange. Alter, krieg ich mit Tippen. Bitte in Minuten und Sekunden, bitte. Zählt da, wirklich ruhig sein oder das ganze Gekicher ist schon... Ja, das ist okay. Also sobald wir angefangen haben zu reden, das Kichern ist ruhig. Und wie gesagt, bitte in Minuten und Sekunden als Angabe. Als ganze Zahl oder weil Minuten kann ja auch nicht ganze Zahl sein. Ne? Nee, genau, ich möchte Minuten und Sekunden. Mich nicht umrechnen muss. Das war schon dreist, dass wir das weil gemacht haben, Geld so rausgebaitet haben. Wieso war das dreist? War ich eine gute Idee. Okay. Ihr habt eingeloggt und die Antworten sind 4 Minuten und 34 Sekunden von Peter. 6 Minuten 32 sagt Brammen. 9 Minuten sagt Sebastian. Und 9 Minuten 37 sagt Christian. Es kam mir vor wie eine unfassbare Unendlichkeit. Ja, war nicht so lange. Ja, waren 2 Minuten. Das waren 2 Minuten 37 Sekunden. Was? Moment, hatte Bram weniger oder mehr als ich? Nee, der hatte mehr. Also Peter, das sind deine Points. Yes! Yes! Ja, aufholen ein bisschen. Ja. No! Für wen oder was hielt Heller von Sinnen den Haider? Oh. Es... Für den Kellner. Ja. Das ist richtig. Das war so lustig. War bring mir mal ein Bier. Bring mir mal ein Bier, Alter. Oh, Mann. Die war aber nett. Die war echt nett. Trotz des Fauxpas war die sehr nett. Ich finde schön, dass sie es danach durchgezogen hat, für den ganzen Abend einer so bezeichnet hat. Außer dem Hauptteam gab es bisher 2 weitere Personen, die ebenfalls ein Donation-Goal hatten. Wer? Ram. Ich sag Nancy und Eos Andy. Ne. War doch bestimmt bei Friendly Fire 1, wo irgendwer... der dabei war, so Tinker Leo hatte auch irgendwie... Ja, das ist halt das Problem, war das jemand, der immer dabei ist? Nancy und Tinker oder? Leo. Nee. Bram immer davon. Immer wenn dann einer da irgendwie was am Erzählen ist, versucht er dann abzusnacken. Ja, sicher. Immer. Warum denn auch? Nee. Eigentlich kannst du Bram da richtig in die Punkte ballern. Also bei Nancy bin ich mir relativ sicher. Also nein. Also der hat 64, führt der hat 94 Part. Punkte, also aktuell... Vielleicht sollte man auf Sebastians Meinung hören, aber die andere Person, die wird ein Externer sein, der nicht so... Haben wir nicht mehrfach Leute dabei bei den Spenden-Goals, so wie bei dem Fußballspielen, als es darum ging, wie viele Tore gemacht werden oder so? Bei den Fußballspielen. Ja. Wo wir gegen den FIFA-Pro gespielt haben. Aber das war doch kein Spenden-Goal. Nee, wahrscheinlich nicht. Da hatten die doch gesagt, die hauen Geld da drauf. Warte mal, wie oft war das? Je mehr Tore wir gegen den Pro schießen und dann hat er uns 1.000 Euro für jedes Tor und dann hat er einfach nur... Und im Hintergrund so,
Ey, kannst du mal bitte wieder ein bisschen besser spielen? So? Oh, also. Das war geil. Aber war da nicht auch mal so ein Basketballer? Ja, ja, das war ja kein Spendengoal. Er hat weiß ja ich nicht mehr, was der gemacht hat. Die waren okay. Dann kurz da und die nee, haben der hat nur Körbe geworfen, da Peter, der hatte kein Spendenziel. Genau, wir haben da Körbe geworfen. Mal guck mal, Nancy hatte vielleicht Spendenziel, ne, sich als Bratze zu verkleiden. Ey, ne? 5, 4, 3, 2, 1. Vorbei. Es wären Nancy, die sich als Asipan verkleidet hat, ja. Und Mikkel gewesen. Was hat Mikkel gemacht? Der machte mit Sepp und Mori ein Video über die Haustiere. Über die eigenen Haustiere. Na klar. Oh, lol. Oh mein Gott, das Video, was irgendwann dann kam. Uff. Okay. Ja. Okay. Ja. Bei Friendly Fire 3, ihr müsst eintippen, gab es erstmals Auktionen, bei denen die Zuschauer Dinge ersteigern konnten. Nennt eine Sache, die bei Friendly Fire 3 versteigert wurde. Gibt 4 Punkte. Ihr könnt eine Antwort geben. Aber 3 Sachen wurden da quasi... 3 Sachen wurden versteigert? Nee, Moment. Es wurden nicht 3 Sachen. Das ist wenig, oder? Es wurden 5 Sachen versteigert, wenn ich das hier gerade so richtig sehe. Aber ich möchte eine Sache davon hören. Friendly Fire 3. Ja. Das war vor 4, Peter. Ah. War vor 4. Also war da 2017, richtig? 21 ja. Minus 4. Ja. Ja. Nee, warte mal. Nee, das macht keinen Sinn. Moment. Drei Sachen? Also du darfst nur eine schreiben. Du musst nur eine Sache reinschreiben. Nee, ja, aber und 3 Sachen fünf versteigert. Wurden insgesamt nur versteigert. Das ist echt wenig. 5. 3 Sachen nur? 5? Keine Ahnung, hier stehen nur 5 Sachen. Was soll ich sagen? Krass, dass das nur 3 Sachen waren. Ich weiß das nicht mehr. Okay. Geil. Also. Wir haben die Antworten von Peter, Xbox One und von Sepp, unterschriebene Xbox. Und wir haben von Brammen und Christian ein Bild von Jays Bruder. Ja, so gemalt von deinem Bruder, ne? Also nicht einfach ein Foto von dem. Ja, auch schön. Mein Bruder hat damals 2 Gemälde zu versteigern gegeben. Das sind schon mal 4 Punkte jeweils für euch beide. Nice. Das war 3? Krass. Guck mal, 2 von 3 Sachen waren Bilder. Ja, aber Bram, die Frage ist, ist das jetzt eine Kategorie? Also sind noch 2 Kategorien offen oder... 3 Gegenstände. 2, ja, es nee, sind jetzt 2 schon weg. Und wir haben noch 3 andere Sachen. Und zwar dasselbe. Wie geht's denn? 3 minus 2 und ist 3. Und zwar signierte... Kalender. Stühle. Xbox One X's. Nice. Das hat dann bei mir? Ja. Ja, ja. Okay. Fehlt. Aber Peter, vielleicht bei Peter würde ich mir das nochmal überlegen. Da war schon nicht signiert drauf. Nee, da stand nur Xbox One, nicht Xbox One X. Ah, ist schon okay. Also ist aber weder signiert noch ich wollte Jay noch strenger werden. Ja. Und jetzt schmeißt er ja mit den Points rum, ey. Während Friendly Fire 7 wurde eine Runde Wer bin ich gespielt. Jay war Hermine Granger und Mori Barbara Schöneberger. Kurioserweise mussten dieselben Personen auch schon bei Friendly Fire 6 erraten werden. Wer aus dem Team war Hermine und wer Barbara? Alter, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Ihr könnt mehr. Barbara! Wir haben ja Friendly Fire 6 gerne auch eintippen. Bin ich geschrieben. Eintippen, okay, sehr gut. Eintippen. Okay. Okay. Also dann auch einfach nur Namen oder zuweisen schon, ne? Also wer war Barbara? Wer war was? Okay. Wer war Hermine? Wer war Barbara Schöneberger? Friendly Fire 7 war. Ich, Hermine und Mori Barbara Schöneberger. Da. Ja, random. Habit. Weiß man ja sowas. Gibt nur Punkte, wenn beide richtig sind. Ach so, oh je. Also kriegt sowieso keiner einen Punkt, weil das ist so unwahrscheinlich. Außer du weißt es halt. Ja, klar.
Ich wusste nicht mal, ob ich dabei war. Die richtige Antwort ist, Barbara war Arthur. Schade. Ja, falsch. Oh, wie schon raus. Das hätte ich schon raus. Ich glaube, das sind alle raus. Und Hermine war Mori. Oh, ich hätte es. Oh nein, ich hätte es nicht mehr. Frage Nummer 42. Oh, schwer mit drei Antwortmöglichkeiten. Bei welchem Friendly Fire hatte Peter erstmals ein Donation Goal und was war es? Ach du Kacke. Ich sag Friendly Fire 3, als sich als Heller von Sinn verkleiden. Das ist absolut gut möglich. Korrekt. Ja. Nice. Peter war sehr Donation Goal faul. Aber, ja, aber seitdem immer. Ja, okay. Wen seitdem oder was verkörpert? Ich hab mir die Haare machen lassen. Hallo, das war ein Riesending, ja? Wen oder was verkörperte Sepp bei Friendly Fire 4? Das müsste Diddly Doodle sein und der heißt. Oma. Oh mein Gott, Oma. Du weißt nicht, wie der heißt. Oma. Homer. Homer. Das ist jetzt schade. Komm schon. Wieso komm ich denn jetzt nicht Patrick drauf? Star. Komm schon. Homer. Drauf, nee. Drücken! Ja! Das ist nicht wahr. Doch! Kann nicht wahr sein. Doodly Diddle Ned Flanders. Ah, Ned Flanders heißt er, jo. Kann nicht wahr sein. Das ist falsch. Was? Ah, fuck you. Ich hab den Punkt gekriegt. Das war ja 10 von 10 gebildet. Ich hätte das aber. Ich hab einfach nur Brams Gesicht gerade. Wahrscheinlich richtig. Kannst du das nochmal vorlesen? Wen oder was verkörperte Sepp bei Friendly Fire 4? Ned Flanders. Das war Sepp Flanders. Wow. Oh mein Gott. Hast du dich einmal genannt? What? Hä? Leute. Ich bin verwirrt. Jetzt alles gut. Ja, oh Mann, ey. Ich habe meine Punkte bekommen und Jay hat mich kurz getrollt. Alles gut. Ja, alles easy. Frage Nummer 44. Schön. Was war Eriks Donation Goal bei Friendly Fire 5? Ram. Die hat sich die geilen Dreadlocks oder wie das heißt machen lassen. Ich weiß nicht, ob das Dreadlocks waren, aber ja, diese Haare mega. So richtig. Ja, doch, ich erinnere mich. Hm? Nee. Das war das nicht, okay. Kulturell sehr schwierig. Kommt drauf an, wie man fragt. Finde ich lustig. Boah, was hatte der denn in 5, Alter? Ich dachte, das wäre in 5, aber doch ist auch. Ach nee, scheiße, das hat man in 6, wa? Weiß nicht, was. 5 war dann ja schon eSports Factory. Warte mal, kannst du einfach nochmal. Ich bleib bei der gleichen Antwort, ja? Ja. Bei welchem Friendly Fire? 5. Okay, wow. Der hat sich als Opa verkleidet. Nee. Oh, war das 6? Das war bei 6. Ah, schade. Opa und Baby, stimmt. Was hast du denn bei 5 gemacht? Gott, hat mit dem Baby ja schon wieder vergessen. Ich war bis gerade eben froh, dass ich es vergessen hat. Ja, absolut. Ich weiß es nicht. 4. Weiß es auch nicht. 3. War nicht. Bis? War das denn dann, wo der aussah wie wie? Also aus Cyberpunk? Ich verstehe, was du meinst. Nein. Oh, das könnte hinkommen, ja. Das war doch auch das Cyberpunk, ja, oder? Nee, es war schon Nein gesagt. Ja, aber na, kann ja sein, dass er irgendwas. Hatte er das? Aber das war doch Cyberpunk, Cyberpunk also 5. War das Cyberpunk Friendly Fire? Aber hatte er da so ein Spendenziel? Haben wir das nicht einfach nur fotografiert? Für den Kalender? Wenn nicht. Ja, aber hatte 5, 4, 3, 2, 1. Geschlossen. Er hatte keins. Oh mein Gott. Best. Toll. Mega. Frage Nummer 45. Welche beiden eher ungewöhnlichen Dinge aßen Pan und Haider bei Friendly? Tausendjähriges Ei. Und? Ist das deine Antwort? Hundertjähriges Ei. Ist das deine Antwort? Das fermentierte Scheißei. Das waren zwei Sachen. Aber es waren zwei Sachen. Dann ist das falsch. Achso, warte mal. Ja. Frage hat deswegen habe ich und. Was haben die denn welche beiden eher ungewöhnlichen Dinge aßen Pan und Haider bei Friendly Fire 3? Konnte ich mir nicht angucken. Das Ei habe ich nämlich auch probiert. Ja, ja, das Ei war da. Was war denn das andere?
Ja, ich weiß nicht mehr, also ich weiß nicht mehr, wie das heißt, Alter. Was war denn das? Ich kann mich da, schreib das mal. War so eine matschige Scheiße, war das. Glaube ich. Ah ja. Das, was sich Peter in die Haare schmiert. Vielleicht. Wow. Warum? Das ist Sperma. Also das, war ein tausendjähriges Ei und ich glaube, das andere war so richtig fermentierter Käse oder so. Ich hoffe, dass das nah genug dran ist. Käse. Fermentierter Käse ist falsch. Peter? Das Ei und Haggis. Nee. Nee. War auch immer, das hat so Fäden gezogen, als das gegessen worden ist. Das war richtig eklig. Oder war das Ei, was so Fäden gezogen hat? Nee, das Ei nicht. Das konntest du einfach so abbeißen. Das war einfach nur so ein dunkelschwarzes Ei. Macht das nicht besser. Ich weiß es nicht mehr. Ich auch nicht. Kann mich nur an das Ei noch erinnern. 4, 3, 2, 1. Es waren tausendjährige Eier und fermentierte Sojabohnen. Ey, na, Sojabohnen war das, ja. Aha, das waren keine Fäden, das waren die Sojabohnen selber. Das waren die Sojabohnen selbst, ja, die so Fäden waren. Okay. Welches dieser Geräte hattet ihr bei Friendly Fire 1? Tippen wir jetzt, ja? Ja, okay. Machen wir tippen. Schade, ich hätte. Okay. So, du wolltest es? Nee. Also ein. Ich weiß es nämlich sogar noch. Ich weiß es nämlich auch. Eine Popcornmaschine, ein Schokobrunnen oder ein Crepe-Maker? Bei Friendly Fire 1. Ja. Ist nur eins davon, oder? Ja. Okay. Guck mal, gut, dass du nicht durchgehen lassen hast mit dem Drücken, weil ich dachte, das läuft jetzt darauf hinaus, weißt du noch, als dieses Ding da dran war, weil die diese Stromschläge verpasst hat. So, nee, da. Ja. Tick-Tack. Und dieses Teil, was du dir in den Mund geschoben hast, und dann musstest du Sachen erklären. Und dann haben die danach. Das war der zweite Teil, meine ich. Oh, okay. Mit den Stromschlägen war saugeil. Bist du dir eingeloggt, Chris? Oh, Entschuldigung, ja. Gut, dann sagen alle Popcornmaschinen außer Peter, der sagt Schokobohnen. Ups. Peter hat nichts von dem Popcorn abgekriegt. Popcornmaschine ist richtig. Scheiße. Ich dachte, du meinst das Dance-Battle-Ding da. Ich hätte auch dir einfach 4 Punkte abziehen können, das wäre einfacher gewesen. Naja. Oh, nee. Nummer, jetzt gibt's nochmal hier die fette Schnellbuzzer-Runde. Immer eine Antwort möchte ich haben. Was habt ihr bei Friendly Fire 4 aus dem Fallout-Kochbuch gekocht/gebacken? Nennt eines der 4 Gerichte. Ram. Meatballs. Nice. Ne, es sind keine Meatballs. Nudeln. Sackhackbällchen. Nudeln ist mir nicht genau genug. Möchtest du da noch mehr zu? Du hast nochmal die Chance, jetzt genauer zu werden. Ich muss nicht den Titel aus dem Fallout-Buch sagen, sondern vergleichbares. Ne? Hier, Spaghetti Bolognese. Ja, das würde mir reichen. Aber das ist nicht richtig. Was dann heißt, bla. Mac and Cheese? Das ist richtig. Da war ich nicht dabei. Ja. Da war ich auch nicht bei. Ich dachte auch, dass wir Meatballs. Also Meatballs ist halt auch das mit dem, das, was wir mal nachgemacht haben, mit dem ich drück Brot kurz noch, das war meine letzte Antwort. Ein Sandwich. So ein Sandwich mit Fleisch drauf. Mit Hackfleisch. War das, glaube ich. Ich glaube, ja, das ist doch das Meatballs. Nee. Was, nee. Meatballs? Ich dachte, Meatballs meinte ich was anderes. Frikadellen, nee, aber ich meine. Sag einfach Hackbällchen. Richtig. Das ist so nice. Boah, was haben wir denn noch gemacht, ey? Leck mir am Arsch. Na, Peter war anscheinend dabei. Ja, ich war dabei. Dann, let's go. Das Problem ist, wir haben schon so oft in dieser Küche gekocht. Ich weiß nicht mehr, ob das zu Friendly Fire war oder zu, hier, lokale Games. Ich habe das Kochbuch hier sogar noch. Steak. Ey, das ist doch viel zu teuer. Kann sein. Ich stehe gerade nicht da. Was ist das schlimm? Aber Nudeln war auch nicht richtig. Also nur Steak. Wie soll ich denn Steak definieren? Ja. Ja, nee, Steak ist nicht in dem Sinne richtig. Okay. Und war Entrecot. Nee.
Hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Mehr weiß ich auch nicht mehr. Gut, Salat. Dann 5, 4, 3, 2, 1. Es war einmal Tato-Suppe. Also Suppe. Dann gibt's den Fancy Lads Kuchen. Kuchen. Mir auch dann gereicht in dem Fall. Oh, wegen Backen. Dann war das Mac and Cheese mit dem Blumco Mac and Cheese. Und dann gab's das Salisbury Steak. Ja, so heißt das halt von bei Fallout. Und es war ein Hacksteak. Und kein Steak und auch keine Meatballs. Hast du leider nicht mal ansatzweise getroffen, Peter. Ja, ein Hacksteak ist definitiv was anderes als ein Steak. Ja. Ja. Name ist auch sehr anders. Ja. Fuck you. Kommt nicht drin vor. Nee, fuck you nicht. Leider Jay, falsch. Fuck. Nicht fuck you. Frage Nummer 48. Ihr dürft eintippen und pro richtige Person Punkte verteilen. Oh, ja. Mhm. Bei allen Friendly Fire Events habt ihr euch coole Donation Goals überlegt. Manche von euch hatten mehr, manche weniger. Zwei aus dem Team hatten dabei die wenigsten Spendenziele, während eine Person bisher die meisten hatte. Könnt ihr diese drei Personen nennen und zuordnen? Drei? Nancy und Mikkel nicht mitgezählt. Also wer die meisten und wer die wenigsten, ne? Wer hatte die wenigsten? Welche zwei hatten die wenigsten und wer hatte die meisten Donation Goals? Ich möchte nicht die Zahl wissen. Ich will nur wissen, wer quasi die faulsten und wer der oder die das Arbeitstier ist. Gibt es so viele Analysen über Friendly Fire, die irgendwelche Leute in irgendwelchen Excel-Tabellen gemacht haben, weil ich noch nicht gefunden habe, wer wie viele Sekunden Screentime hatte. Aber in Sekunden. Mit jedem Cut, wenn irgendwie geschnitten wird hin und her, einfach mal ganz kurz die Szene gewechselt dann, oder dann einer läuft durchs Bild dann mit drin. Naja, man kann halt nicht alles erwarten. Ich würde sagen, ich gebe pro richtige Antwort einen Punkt. Aber er muss auch richtig zugeordnet sein. Ja, ja, genau. Aber muss halt richtig zugeordnet sein. Also ich will wissen, wer die meisten halt hat und wer die wenigsten hat. Welche zwei die wenigsten haben. Ja. Aber dann heißt 12 Punkte verteile ich jetzt. Boah, mehr. Ja, hier nochmal große Chancen. Naja, okay, ihr habt alle eingeloggt. So weit weg seid ihr nicht, ne? Ich lese einmal vor. Peter sagt, die wenigsten haben Pan und Mori, die meisten hat Fischi. Bram sagt, Peter und Pan haben die wenigsten, Arthur wegen die meisten. Christian sagt, Chris und Mori haben die wenigsten, Fischi die meisten. Und Sepp sagt, Mori und Erik die wenigsten und Sepp die meisten. Sepp die meisten kann ich mir auch vorstellen. Aber Arthur also dachte ich vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich meine, ich hätte immer eins gehabt. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich beim ersten Mal eins hatte. Aber Arthur Erik, hatte manchmal auch zwei, dachte ich. Jay und Heider hatten 6. Die sind in der Mitte. Ah. Das ist schon doof. Funk, Pan, Brammen und Chris hatten 5. Scheiße. Belastend. Ich hatte 5? Okay. 5? Peter und Mori hatten nur 4. Und damit die wenigsten. Damit haben wir zumindest Peter bekommt einmal 4 Punkte schon mal. Für Mori. Bram bekommt 4 Punkte für Peter. Christian und Mori hatte Christian gesagt. Das heißt, da kriegt Christian auch nochmal 4 Punkte. Und Sepp sagte Mori und Erik und kriegt auch nochmal 4 Punkte. Ja, scheiße. Weil er gar nichts gebracht. So, die meisten. Sebastian oder Arthur. Einer von denen hatte 8, einer von denen hatte 9. Wir haben beide super viele, ja. Ja, beide super viele. Die meisten hat Arthur. Psst. Mit 9. Und das sind dann nochmal für alle 4 Punkte außer Sepp. Ja, man konnte ja, mehrere haben. Gemacht. Okay, das wusste ich nicht. Wenn du 8 hast, hast du ja auch schon mehr als 1 pro gehabt. Ich hab 8. Du hast 8. Doch nicht. Christian, jetzt hast du nicht gerade gehört, wie die Scheiben bei ihm zersprungen sind. Was habe ich denn einmal denn doppelt gemacht? Siehst du, Christian, jetzt hast du. Danke, Christian, dann hast du angestellt. Das, wenn ich beim 1000-jährigen Ei mitgegessen habe, obwohl das gar nicht meins war. Wir spielen das Spiel jetzt quasi nochmal.
In der Geschichte von Friendly Fire wurden sehr viele Spiele gespielt. Es wurde gekocht, gezockt, versteckt gespielt, geschauspielert, Videospiele vorgestellt und vieles mehr. Aber was schätzt ihr denn, welche zwei Personen aus dem Team bei den meisten Aktivitäten mitgemacht haben und welche zwei bei den wenigsten? Donation Goals nicht mitgezählt. Also, ich brauche zwei Personen, die meisten gemacht haben und ich brauche zwei Personen, die die wenigsten gemacht haben. Gibt jetzt fette 16 Points potenziell. Das ist rigged hier. Es gibt auf einmal voll viele Punkte. Da kann ich ja nichts für, wenn die halt gegen Ende so ändern. Ne, alles gut. Alles gut. Boah. Alter, keine Ahnung. 56 ist die höchste Zahl. 36 ist die niedrigste Zahl. Okay. Das hilft euch gar nichts. Christian überlegt noch. Mhm. Ich lese sie jetzt einzeln vor und dann teile ich euch direkt die Punkte zu. Scheiße, es gibt auch Leute, die gar nicht mit dabei waren ein Jahr. Das ist natürlich dann viel weniger auch, ne? Oh fuck, stimmt. Das ist bitter. Ja, das Problem ist, die sind aber beide super viel sonst dabei. Geht so. Darf ich noch ändern? Ja. Okay, könnt gerne jetzt noch ändern. Ihr habt jetzt noch die Möglichkeit. Okay. Okay, so, ihr habt jetzt alle eingeloggt. Okay. Wir fangen mal an mit den Spielfaulsten. Nee, wir fangen an mit. Voll das Blaming hier. Ja, ohne Witz, nur wenn man keine Rampensau ist. Das hat nichts mit faul zu tun, genau. Du kannst auch einfach nennen, wir das mit denen, die am wenigsten Spiele teilgenommen haben. Die am wenigsten Spiele teilgenommen haben. Geil. Haider. Nice, Haider. Das ist Punkt für Sepp. Gut, dass ich nochmal dran gedacht habe. Das ist Punkt für Chris. Gut, dass du das auch gesagt hast. Punkt für. Ach, du. Nicht für Brammen und auch für. Peter auch nochmal 4 Punkte. So. Habt ihr alle geändert? Oder hattet ihr schon? Ja. Ich hab geändert. 38 mal 38 Sachen hat mitgemacht Pan. Ach, oh Mann, ich hatte Pan. Die hatte ich auch erst da stehen. Okay. Und Pan bekommt 4 Punkte Bram. Okay, alle 4 Punkte. Und ich glaube, das war's mit dem wenigsten, ne? Oder hat jemand noch Pan geschrieben? Nee, nope. Sehe ich nicht. Okay. Erik hat 44 Mal mitgemacht. Bram und Frank 46 Mal. Was belastend. Oh, scheiße. Peter 49 Mal. Hm? Arthur und Mori 52 Mal. Was? Okay, ich habe Mori bei den wenigsten. Krass, ja, Mori ist bei den meisten. Der hatte nämlich ein Jahr, wo er nicht so gut drauf war und dann auch nicht viel mitgemacht hat. Ja, da war der schon so um 11 54 Mal. Wow. Und damit haben wir noch zwei, die übrig bleiben, die Arbeitstiere sind, die einfach nächste Mal dann freimachen können, würde ich sagen. Finde ich auch. Jay und Sepp, 56. Oh, Alter. Willst du nicht mehr kommen, Jay? Das ist aber schade. Ist aber okay. Wobei, für mich wäre, wollte ich gerade sagen, ich wäre ganz in Ordnung. 118, kriegt 122, meiste. Ja, und ich glaube, das war's sonst, ne? Ja, ich habe nicht die beiden getippt. Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Das ist eine Fehleinschätzung meinerseits. Na, ich habe auch auf Dennis so getippt. Ja, da seht ihr mal, wer die Rampensäule sind. Ich hab mich fast zu den wenigsten hier geschrieben. Krass, ey. Ich war so oft vor der Kamera immer diesen Social-Ecken. Krass. Ich glaube nicht, dass die zählen als. Das ist ja kein Spiel. Ja, genau. Nee, aber Aktivität. Es wurde gezockt. Nee, doch, das war eine Aktivität, glaube ich. Moderieren? Videospiele vorgestellt. Moderieren ist jetzt, Doch, doch. Ja, war dann halt nicht so. Hab ich dann wieder. Deswegen hatte ich mich selbst auch bei den meisten, weil ich mir dachte, ich habe so Transition gemacht. Letzte Frage. Krass, ey. Was ist auf der Unterhose abgebildet, die Mikkel bei Friendly Fire 4 trug? Mobs. Möpse. Richtig. Boah, Sepp, ey. Damit. Das hätte ich drücken müssen. Ja, so muss aber alle aussehen lassen, diese Folge. Haben auf die wir Unterhose. 126 Punkte Sebastian, der gewonnen hat. Sehr stark. Vor Christian
Brammen und Peter mit 197 Points. Und ja, das war Friendly Fire. Das war 50 Fragen zu Friendly Fire. Das war nicht Friendly Fire, Friendly Fire. Dann wart für dieses Jahr. Dann für eure Friendly Fire fällt dieses Jahr aus. Tschüss. Nein, Friendly Fire fällt nicht aus. Das findet statt am 3. Dezember. Genau, ich wollte gerade nachgucken. 3. Dezember. Wunderschön. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.